Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen One The Binding of Isaac. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich mich, Cedric von Community Games LP. Ja, ich bin auch. Nein, du bist Ranius Let's Play. Nein, bin ich nicht. Doch, gut, bist ich du. Gut, ich war's mal. Gut, dann bezeichne mich als Ranius Let's Play. Genau. Welchen Charakter nehmen wir, Judas oder Kane? Du darfst entscheiden. Muss ich das jetzt entscheiden? Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen... Kane. Okay. Gut. Also Kane, schnell erklärt, hat ein Lucky Foot, hat zwei Herzen, läuft ein bisschen schneller, bla, holt sich die Auslastung durch die Binding of Isaac, ist mir egal, ich spiele weiter. Ja, außerdem gut. Fängt er am Anfang mit einem Schlüssel an. Deshalb öffne ich diese Goldkiste, da ist nochmal ein Schlüssel drin und ein Seelenherz. Das ist praktisch, denke ich. Ja, okay, gut. Ja. Ja, das ist ja total super. Yay. Ich mag die Bomben. Ja. Super toll. Oh, Fleischi. Oh, Fleischi, ja, wir essen. Ah, Goldraum. Oh, ein Space-Item. Ja, das empfinde ich jetzt nicht als so gut, das Space-Item. Aber... Ich auch nicht. Das ist, naja, Weißt du, welches das ist? Ja, ich weiß es, aber... Ja, ja, ich weiß es. Ja. Ja. Toll. Okay, gut. Mr. Yeah. Boom, ganz simpel. Man kann alle zwei Räume so eine Riesenbombe legen. Yeah. Die lacht ja auch so süß. Yeah. Der Vorteil an Kane übrigens, der andere Vorteil, ist, dass jede Pille einen positiven Effekt hat. Das ist zum Beispiel... Oh ja, positiv. Ja, total positiv. Na gut, ist ja nicht negativ. Oh, ne? Mr. Mega subgeht in the basement. Ja. Mr. Mega erkläre ich natürlich wieder, wenn wir ihn auf einmal finden, ne? Weißt du ja. Oh, Rotfliegen. Oh, meine Gegner, sie sind so süß, sie sind so süß. Ah, ich muss sie töten. Sie sind so süß. Ich kann sie nicht töten, aber ich muss. Töten. Okay. Münzen und eine Bombe. Ja, darüber freuen wir uns. Der Geheimraum ist, behaupte ich jetzt einfach mal, da. Ja. Ich bin gut. Wir freuen uns. Cool. Ein Smart. Ja! Yeah. Yeah! Wir kriegen eine Münze für eine Münze. Als Kane gewinnen wir, glaube ich, auch öfter. Ja. Yay. Yeah. Ja, das brauchen wir nicht. Yeah. Nein. Noch ein Herz. Yeah. Naja, nach dem Boss können wir uns notfalls auffallen. Dann ist nämlich unsere Bombe wieder bereit. Ja. Das ist ein Vorteil. Ja. Wirklich? Ja, das ist wirklich ein Vorteil. Ah, ich weiß ja nicht. Gut, dann ab zum Boss. Oh mein Gott. Der Boss kommt ja irgendwie nicht so immer vor. Fast immer. Ich bin so schlecht. Ja. Ja, du bist so schlecht. Du wurdest einmal getroffen und hast ein halbes Herz verloren, beziehungsweise dein das halbes... Das ist sowieso überhaupt. Ja. Yeah. Der Boss ist ja wirklich schwer. Wow. Ja, nee. Also er sieht das gerade über Skype und deswegen hat er Verzögerung. Ja, gerade wo ich sage, der Boss ist total einfach, wirst du getroffen. Ja. Muss ich natürlich überall reinlaufen. Ja. Yay, Range Up. Wer braucht schon Herzen, wenn er weniger hat? Niemand. Ja, wir sind einfach super. Ja. Das weiß ich doch. Das wissen wir alle. Ja, wir alle wissen, dass ich toll bin. Basement 2. Oh, süß. Ein Raum aus Feuern. Yay, da laufe ich auch noch rein. Sag mal, liegt das jetzt daran, dass ich hier mit bei bin? Dass ich mitkommentiere und mitgucke, dass du jetzt sterben wirst? Nein, das ist daran, dass ich mich einfach total schlecht anstelle. Weil ich denke, ich bin Kane so, ich finde eh bessere Items, ich bin eh total imbar und deswegen sterbe ich.
Ah. Oh, Health up. Health up. Das ja, gut. Das ist doch gut, ne? Ja. Ja, das wollten wir eigentlich beim Boss bestimmt schon haben. Oder irgendein... so ein Item wollten wir doch beim Boss schon haben. Ja, eigentlich schon. Einfach nur, weil wir dann mehr Herzen haben. Braucht aber Heilung. Ja, okay, gut. Das aber die finden... Lauf jetzt nicht in die Gegner rein. Nicht. Lass. Lauf in die Gegner. Warum das denn? Hey, ich sollte in den Shop gehen. Ich habe eine Münze. Yeah. Also pass auf. Um die Verzögerung zu testen, gehe ich jetzt oben rechts in die Ecke des Raums. Ja. Bist du? Ist ja. Okay, dann ist die Verzögerung gering. Finde ich gut. Ah, nett. Ah. Ja, ein Kreuz aus Gegnern. Wir freuen uns. Ah. Die lachen yay. Bekommen. Ich habe gar nicht so viele Schlüssel. Oh. Zwei. Magneto. Oh, damit werden Münzen, Bomben und Schlüssel so an uns rangezogen. Dann müssen wir halt keine Bomben mehr dafür verschwenden. Nur noch für Kisten. Oh. Oh Mann. Nee. Das ist so doof. Miniboss, Lust. Ich hab keine Lust auf diesen Boss. Ich hab keine Lust auf diesen Boss. Oh, oh, witzig. Yay. Er ist zu stark und mächtig. Und er droppt eine Pille, nämlich Health Up. Cool. Bringt mir viel. Meintest du das ironisch, oder? Ja. Oh. Ich hätte lieber Full Health gehabt gerade. Aber vielleicht können wir später nochmal gebrauchen. Ja. Harry Junior. Oh mein Gott, der schwerste Boss im Spiel. Nee. Like boah, Boss. Unglaublich. Das war ja mal... Skill. Ja, oh, super. Nee, wow. Das war ja kein Skill. Das liegt an Kane. Genau. Das liegt durch an Kane. Gehen alle Bosse automatisch auf die Bomben zu. Genau. Yay. Noch ein Range-Up. Ich liebe es. Wer braucht sowas? Charaktere mit einer kurzen Range. Ja, toll. Kane hat, glaube ich, sogar standardmäßig eine kürzere Range. Wenn ich mich nicht täusche. Aber naja. Auf jeden Fall sind wir in den Caves. Hässlich. Verrecke nicht an einer Fliege. Ja, 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 ja. Erstmal Abstand halten wegen dem Range Up. Ja. Ja, die werden auch nicht angezogen. Nee. Ja, super. Ja. Goldraum erstmal. Oh, Little Chubby. Oh, ja. Little Chubby. Den haben wir noch gar nicht freigeschaltet, glaube ich. Naja, egal. wenn wir einmal schießen, geht er auch in die Richtung und nimmt alles auf. Ist sehr praktisch. Dann nochmal in die Goldkiste, würde ich sagen. Einfach weil wir nur noch einen Schlüssel haben. Ja. Und ihn für nichts mehr verschwenden können. Trollololol. Erstmal zwei Herzen. Und einen Schlüssel. Und eine Bombe. Und Münzen. Gar nicht geil. Überhaupt nicht. Nein. Bloß nicht. Geh mir damit weg. So. Der ist halt auch ziemlich stark gegen Bosse. Der Little Chubby. Ist schon eine ziemlich große Hilfe, der Kleine. Ja, der kleine Mann. Bam. Hammamamamam. Warte, pass auf. Bam. Yam, yam, yam. Einfach nur mit dem kämpfen. Bam. Lecker fliegende Köpfe. Herzen werden übrigens nicht angezogen, wenn wir volles Leben haben. Tolles Mittagessen. Sinnvoll. Oh, jetzt muss er seine eigenen kleinen
großen Brüdertyp? Seine fetten Brüder. Seine fetten Brüder. Die haben alle Übergewicht. Ja. Wir wollen ja jetzt keine fetten Menschen begleiten. Lil Chubby ist übrigens sehr gut gegen die, weil wenn du eine große Masse vor denen hast, fliegt er einfach durch und du kannst schon die Liegende töten. Ist sehr praktisch. Wieso gehe ich komplett aus drum? Egal. Oh, schon wieder ein Automat. Yay. Praktisch. Toll Spiel. Da könnte ja auch mal irgendwas Praktisches vielleicht drin sein. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das neu freigeschaltete Flug-Item oder so. Ja, oder vielleicht ganz viel Geld. Ja. Und nicht ein Automat, wo man das Geld gleich wieder verschwenden kann. Naja, man kann ihn auch in den... Oh, nett. Ja, stimmt, das war ein farbiger Gegner. Deswegen verliert er halt ein Item. Ja. Noch nicht zum Boss, sondern erst noch die Ebene weiterkunden wegen dem Kampfraum, der eventuell existent ist. Oh, verdammt. Moment. Ich muss mich mal kurz stumm schalten. Ja, das musst du. Bestimmt hört er mich auch nicht mehr. Jetzt ist endlich dieser Spinner weg. Jetzt können wir. Hey! Jetzt können wir die ganze Gruppe leiden. Aua! Hey, das war keine nette Bezeichnung. Das war ein Kompliment. Ey! Guck mal, wie viel Schaden der kleine Wurm macht. Yeah! Wurm. Hallo, Wurm. Bam. Einfach. Eine Karte. Was wird sie uns wohl bringen? Tower. Fast schon praktisch. Ist gut für Larry Jr., der Tower. Und wow, das war schlau. Erstmal durch eine nicht vorhandene Tür laufen. Ja, muss durch die Tür. Da ist gar keine Tür. Pestilenz. Endlich mal ein Reiter. Endlich. Ich mag Pestilenz nicht. Das ist für mich der schlimmste Reiter. Ah, Alter, schau dir den Schaden an. What the fuck? Warum ist das für dich der schlimmste? Ups. Ich mag den einfach nicht. Ja, warum denn nicht? Der ist doch total cool. Der ist doch praktisch einfach. Praktisch. Ich finde ihn aber nicht praktisch. Okay. Ich finde ihn eher Prackstuhl. Prackstuhl? Ja, wegen praktisch. Okay, gut. Ich habe zwar nichts verstanden, aber egal. Wow. Yeah. Hey, Dämonenraum. Yeah. Der Dämonenraum. Und was gibt's? Die tote Katze und der Pakt. Der Pakt, oder? Ich weiß auch nicht, was bringt der nochmal? Ich hab's vergessen. Mehr Schaden und mehr Schussgeschwindigkeit. Für zwei Herzen. Wir haben da noch zwei Herzen. Plus ein Silberherz. Ja. Ja. Oh, sollte gehen. Yeah, ab geht's. Ich hätte noch in den Shop gehen können. Ich hatte 7 Münzen. In die Caves 2. Ich muss mein Mikro weiter einstellen. Wir sind noch in der ersten Folge. Ja. Siehst du mal, wie strong wir sind. Naja, okay, gut. Ist ja schon... Ah, doch, ist schon ziemlich viel. Ja, ist wirklich ziemlich viel. Der letzte One war stell dir vor, der letzte One war 5 Folgen lang. Wirklich? Wirklich. Ich guck mir deine Videos ja nicht mehr an. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hast mich abonniert. Ja, da habe ich mir deine Videos auch noch angeguckt. Und dann habe ich dich wieder deabonniert. Und ich weiß nicht, ob ich dich schon wieder abonniert habe. Aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich wieder 6 Abonnenten. Was?